Aus unserer Sicht wird das Jahr 2013 vor allen Dingen ein sehr intensives Arbeitsjahr werden, wo es darum geht, Dinge, die begonnen sind, Projekte, die begonnen sind, weiter umzusetzen, beziehungsweise Planungen, die aufgenommen worden sind, weiter zu konkretisieren, mit Blick dann auch auf den weiteren Verlauf der Legislaturperiode. Es wird aber auch ein intensives Arbeitsjahr sein, um hinter den Kulissen alle Vorbereitungen zu treffen, um auf die aus unserer Sicht entscheidenden Jahre 2014 und folgende sich vorzubereiten, gut aufzustellen und sich auch zu positionieren, weil insbesondere in den Jahren 2014 und den weiteren, die folgen werden, wir davon ausgehen, dass dort über die wichtigen Weichenstellungen auf Bundesebene und zwischen dem Bund und den Bundesländern verhandelt werden wird. Mit Blick auf das Jahr 2013 und das, was sozusagen die eigenen Projekte, die eigenen Hausaufgaben anbelangt, gibt es aus meiner Sicht zwei Handlungsfelder, die im Grunde genommen uns nach wie vor begleiten. Das ist zum einen der große Komplex der Konsolidierung im Rahmen auch der Einhaltung des Konsolidierungspfades, und das ist das Gesamtthema Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, wie stellen sich die Rahmenbedingungen dar. Was die Konsolidierung anbelangt, ist eine grundlegende Weichenstellung ja zum Ende des vergangenen Jahres erfolgt mit den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes. Die Arbeitsgruppen sind vereinbart, nehmen jetzt auch ihre Arbeit auf. Und wir wollen auf dieser Grundlage dann spätestens bis Ende Juni die Eckdaten für den Haushaltsentwurf 2014 und die mittelfristige Finanzplanung aufstellen. Ich glaube, dass man nicht allzu blauäugig in dieses Jahr hineingehen darf, dass wir aber, wenn man sich das alle Signale sehr nüchtern betrachtet, trotzdem Anlass haben, auch darauf zu setzen, dass das Jahr durchaus mit Blick auf die Wirtschaft und mit Blick auf den Arbeitsmarkt sich stabil entwickeln kann, sagen wir mal auch in einer gewissen Konsequenz aus dem Jahr 2012 heraus. Da wir allerdings noch stärker als andere Bundesländer eine Wirtschaft haben, die in einem sehr hohen Maße vom Export abhängig ist, sind wir auch in einem sehr hohen Maße empfindlich für alle Störungen sozusagen der Rahmenbedingungen um uns herum.